Hier gehen Lebensmittel retten. Super easy und man spart so viel Geld. Der erste Stop ist Koro-Kaffee. Eine Überraschungstüte für 3,50 Euro. Mega leckerer Porridge. Und vor allem nicht künstlich gesüßt. Dazu gab es 2 Stullen, wo wir das erste Mal auch Tofu probiert haben. Ich benutze Too Good To Go jetzt schon seit 3 Jahren circa. Und wir probieren immer wieder Neues. Die Erdnusssoße, ich schmecke kein Tofu. Lecker? Rustikaler. Schmeckt richtig lecker. Taste-Test mehr als bestanden. Und vor allem nur für 3,50. Der nächste Stop ist Backpactory. Hier haben wir eine Tüte für 4 Euro gerettet, bevor die Müll landet. Und haben direkt 3 Tüten in die Hand gedrückt bekommen. Super viele Backwaren, Obst, Croissants, eine Geflügelrolle und ein Eibrötchen. Letzter Stop ist Starbucks. 2 Magic Bags für insgesamt 8 Euro. Es stand, dass es größtenteils Süßwaren sind, aber waren es nicht. Wir haben so gute Sachen bekommen. Ein Croissant, 2 Zitronenkuchen, Muffins, ein Focaccia und 3 Omelette-Bagels. Geht Lebensmittel retten. Bringt uns allen was.